Manche Leute können den Gedanken, dass es einen Gott gibt, nicht ertragen. Für sie gibt es den Atheismus. Mir sagte gerade jemand, er sei Atheist, stehe aber Religion tolerant gegenüber. Er habe Verständnis dafür, dass manche Menschen eben einen Gott brauchen. Andernfalls würden sie der Hoffnungslosigkeit verfallen, da sie verstünden, dass ihr Leben sinnlos, hoffnungslos, unvergänglich ist. Diese Leute bräuchten doch einen Halt, also jemanden, der immer auf sie aufpasst, der sie beobachtet, ein Wesen, das ihnen immer überlegen ist, eine Vaterfigur. Sie brauchen eine klare Orientierung von Gut und Böse, die sie aber nur von einem Gott bekommen können. Man müsse also Verständnis für solche Menschen aufbringen, die so eine Vorstellung brauchen, was sie dann Religion nennen. Deshalb stehe er Religion tolerant gegenüber. Die brauchen das halt. Okay, ich habe mir das dann angehört und das ist meine Antwort. Es gibt Menschen, die sich Atheisten nennen, die brauchen dieses Gefühl, dass es keinen Gott gibt. Diese Vorstellung gibt solchen Menschen Hoffnung. Andernfalls wäre für sie das Leben schlichtweg unerträglich. Denn andernfalls müssten sie sich ständig damit abfinden, mit einem Gedanken, dass es ein Wesen gibt, das alldurchdringend ist. Ein alldurchdringendes Wesen, das ständig alle unsere Gedanken beobachtet, registriert, unsere innersten, vielleicht auch sogar abgrundtiefsten Wünsche kennt. Ein Wesen, das uns ständig überlegen ist, das den Maßstab für Gut und Böse setzt und durch das Karma-Gesetz dafür sorgt, dass alle unsere Handlungen immer wieder ausgeglichen werden, seien sie nun gut oder böse. Sogar über dieses Leben hinaus, also auch nach unserem Tod. Für eine bestimmte Gruppe ist eine solche Vorstellung schlichtweg unerträglich. Und dafür haben diese Menschen im Laufe der Zeit den Atheismus gegründet, der bis heute in verschiedenen Facetten fortbesteht. Ich finde, dafür sollte man Verständnis haben und Toleranz zeigen. Ich jedenfalls stehe dem Atheismus und ich stehe Atheisten tolerant gegenüber. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama.